Schönen guten Morgen noch einmal und danke fürs. Sie treffen sich, um zu kommunizieren. Sie treffen sich, um Meinungen auszutauschen. Sie treffen sich, um Neues aus anderen Wirtschaftsbereichen zu erfahren. Sie treffen sich, um im geselligen Rahmen auch die Kulinarik des jeweiligen Gastgebers zu genießen. Wirtschaft trifft Wirtschaft, so könnte man dieses bereits erfolgreiche Wirtschaftsfrühstück nennen. Und am Morgen sind die Leute auch noch so richtig motiviert und den Rest besorgt man dann beim Gastgeber, so wie hier in Bruckner am Mur beim Autohaus Ebner. Ja, Autohaus Ebner bietet natürlich seit über 60 Jahren schon Qualität, vor allem auch Mobilität an und hat sich wahnsinnig entwickelt. Ich bin ganz begeistert von dem Autohaus, weil sie mitgegangen sind. Personalentwicklung sehr stark. Sie bekämpfen den Fachkräftemangel selber. Dadurch, dass sie den Mitarbeitern auch die entsprechende Wertschätzung geben, dass sie ihnen die Möglichkeit geben, sich auch weiterzubilden. Und da merkt man schon, dass die Leute dann auch bleiben. Gibt es auch in Ihrer Branche einen sogenannten Lehrlingsmangel? Also man muss sagen, wir sind in der Kfz-Branche relativ verschont geblieben, dass der Mechaniker an sich noch ein cooler Beruf ist und deswegen der Lehrling-Nachfrage und Anfrage noch relativ hoch ist. Was aber nicht dazu bedeutet, dass man jedes Jahr Lehrlinge aufnehmen kann. Es wird schwieriger, aber unsere Branche geht es noch relativ gut. Welche Art von Kraftfahrzeugen wird denn eigentlich vom Käufer, vom Interessenten am ehesten gewünscht? Also momentan sind die Diesel-Verkaufszahlen stark zurückgegangen. Also wir reden von über 10% heuer und letztes Jahr. Benziner nehmen stark an, wobei das meistverkaufte Auto eher im kleinen Segment ist. Also die SUV-Marke, also die höhergesetzten, haben einen Aufschwung, aber auch das kleine Auto, was günstiger ist. Also da reden wir Polo-Golf-Klasse, wird noch immer am meisten verkauft. Es ist ja doch interessant, wenn man zurückblendet, vor Jahrzehnten hat man immer gerufen, kauf Diesel, kauf Diesel. Jetzt verteufelt man den Diesel. Ja, ist leider so, weil es ist auch oft durch die Politik oder durch die EU zurückzuführen. Ob das das Allheilmittel ist, glaube ich nicht. Der Diesel ist ein super Motor, hat einen guten Wirkungsgrad, kommt kein Benziner hin. Aber man muss auch sagen, jetzt, wenn man als Vielfahrer ist der Diesel noch immer viel mehr wert, aber die neuen Benziner verbrauchen auch relativ wenig. Und wenn man jetzt die Anschaffungspreise zum Vergleich Diesel-Benzin hernimmt, ist nicht mehr viel Unterschied. Und bei den Spritpreisen momentan muss man sich wirklich die Frage stellen, auf was man wirklich kaufen soll. Also man muss da wirklich viel überlegen. Sie veranstalten ja, Sie haben es ja schon erwähnt, Events. Events für eine gute Sache. Das heißt ja bekanntlich, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Ja, wir versuchen also, wie gesagt, immer irgendwas zu machen, zumindest ein- bis zweimal im Jahr hier in unserer Halle. Für das ist es auch gebaut worden, dass wir eben Veranstaltungen reinbringen können. Auch Externe können kommen, können sich die Halle mieten. Wir haben über 300 Stühle, wir haben 40 Tische, wir haben einen Beamer, wir haben Leinwände, wir haben alles vorbereitet für quasi einen Kongress, Veranstaltungen, Dia-Vorträge, alles, was das Herz wünscht, können Sie hier im Autohaus Ebner finden. Dann ist das Wirtschaftsfrühstück der richtige Auftakt. So ist es.